Moin. Bist du auf Jück? Salve Vagina Augustus. So, Gumrasche Kapelle und willkommen in der Rhön. Die erste Etappe des heutigen Tages führt uns zu, sehen wir dann, entgegen den üblichen Gepflogenheiten gab es jetzt am Anfang mal ein bisschen Waldstrecke zu sehen, bevor ich euch begrüßt habe. Und wir nähern uns jetzt unserem ersten Ziel. Oder nähern, keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir sind. Ich fahre einfach nur dem Kollegen Rönschrath hinterher. Und als Deutschlands langsamster Yamaha-Fahrer habe ich die zweite Position und bestimme quasi die Geschwindigkeit. Da kann wenigstens auch ich mal der Bestimmer sein. Ja. So, man kann schon ein erstes Zwischenfazit dieser Veranstaltung ziehen. Es ist eine super Veranstaltung. Ach nee, es ist ja keine Veranstaltung. Es ist ja nur ein loses Zusammentreffen mit Buckelpisten. Ist ja nur ein loses Zusammentreffen. Es gab zwar gestern Busy Beef mit dem Wirt, aber wenn sich eine Gruppe von an die 40 Gästen ankündigt, sollte man vielleicht im Vorfeld Servicepersonal busy aufstocken. Aber die Rhöner sind ja wie die Odenwälder. Hier gibt es ja Fremdenzimmer und keine Gästezimmer. Könnt ihr ja mal so auf euch wirken lassen, die Wortbedeutung derselbigen beiden. So, dann war es natürlich sehr, sehr nett und sehr interessant, die einzelnen Leute, die ich ja sonst nur so vom Videoschauen kenne. Und außer Michel kannte ich ja vorher noch niemanden persönlich. Und wir haben dann auch echt tendenziell relativ lange noch im Biergarten gesessen und Benzin und andere Gespräche geführt. Das war schön. Das ist was, was so eine Veranstaltung für mich auch ausmacht. Obwohl ich ja nicht so der
ich bin ja nicht so der Netzwerker, aber wenn ich mich irgendwo mal wohlfühle, dann kann ich auch ein bisschen dumm Zeug quatschen. So, ansonsten fahren wir jetzt, wie gesagt, zu unserem ersten Zielpunkt. Und der erste Zielpunkt wurde jetzt nicht gewählt, weil ich ein besonderes Faible dafür hätte, sondern weil das eben ein regionaler, wie sagt man da, Hotspot ist, der mit dem Thema Motorradfahren zu tun hat. Und die Schlange ist ganz schön lange. Aber ich werde dann an diesem Hotspot, also das wird wahrscheinlich die einzige moderierte Aufnahme während dieser Tour werden, weil die Akkus der GoPros dann sich dem Ende neigen. Und werde den Rest dann vorwiegend mit der DJI dokumentieren. Und vielleicht gibt es auf der Rückfahrt noch ein bisschen einen kleinen Nachbericht darüber hinaus, was ich eh jetzt schon so kurz zusammengefasst hatte. So, und bis wir dann in etwa kurz vor dem Ziel sind, melde ich mich jetzt erstmal wieder ab. Bis gleich. So, da bin ich noch mal. Wir nähern uns einer weiteren Sehenswürdigkeit der Region, nämlich einem der Kali-Berge, die es hier in der Region gibt. Dieser hier sieht zwar nicht so gigantisch weiß aus, wie man das von der Autobahn kennt, aber er wirkt doch mehr so wie ein Fremdkörper in der Landschaft. Mal gucken, ob ich den noch mal so schön wie eben drauf kriege. Wenn nicht, schneide ich das halt. Aber ich glaube schon. Wenn wir da jetzt um die Kurve kommen oder um die nächste, sollte man eigentlich genug von diesem Berg sehen. Diese Kali-Berge prägen ja das Gesicht dieser Landschaft. Da kann man ja auf einige auch rauf, glaube ich. Ja, gut, zeige ich euch dann jetzt gleich, kommentarlos. Da ist der Kaliberg. Ja, ist das nicht bombastisch? So, jetzt sind wir auch, glaube ich, gleich da. Ich habe zumindest schon mal ein Schild gesehen mit der Ortsbezeichnung des Ortes, den wir jetzt anfahren.
Das ist aber so ein klassischer, da gibt es ein Nieder und ein Ober oder Unter oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ob wir in den Ortsteil Ober, Nieder, Unter oder Neben oder wie auch immer fahren. Aber ich vermute mal, wir sind gleich da. Mal die nächste Schilder abwarten. Hier ist also Schweben. Schweben über den Reben. Naja. Da wird auch gekickt. Torwarttraining. So, das sind dann jetzt noch laut Ortsschild 3 Kilometer. Jetzt macht er auch noch langsam da vorne. So, laut Ortsschild noch 3 Kilometer bis zum ersten Ziel. Da werden wir mal schauen, wie sich das ausgeht. Was ist das? Was das da für ein Point of Interest ist, den wir da anfahren. Für den Motorrad begeisterten Zuschauer sicherlich eine interessante Sache, zumal der Mensch, den wir dort besuchen, normalerweise ja auch überall die Kamera draufhängt, hält. Ja. Da wurde auch gestern vorgewarnt, dass der gute Herr da in seiner Vorgehensweise recht rigoros ist und sich um solche Dinge wie eine DSGVO einen feuchten Kehricht schert. Der ein oder andere mag schon erahnen, um wen es geht. Da ich nicht weiß, wie weit wir weg sind, fange ich halt mal schon mal so an. Es handelt sich um einen ehemaligen Motorradrennfahrer. Wer es weiß, hebt die Hand. Einen ehemaligen Motorradrennfahrer, der hier aus der Rhön stammend und beheimatet ist und mittlerweile zumindest in der, wie sagt man da, in der Gruppe der Videoschauenden, YouTube-schauenden Motorradfahrer sich einen Namen gemacht hat, weil er nämlich auch Videos macht und weil er unter anderem an Motorrädern schraubt. Und hier ist er daheim. Das heißt, wir sind jetzt in den heiligen Hallen des Stefan Druschel. Michel, da kannst du dein Moped hinbringen. Komm, Asse. Du hast alles im Griff, ne? Ich hab alles im Griff. Du bist der, der den 900 Supersport zertrümmert hat. Der hier. Die Ducati. Ja, wo meinst du denn? Die mit der Hirschkuh. Ach so, ja, der, ja, das ist so lang her. So, hab ich. Mahlzeit. Ach, guck doch mal da, was ich mache jetzt.
So muss Luft filtern. Das war also der Besuch in der Superbike-Box beim Stefan Druschel. Sehr interessante Einblicke in die Werkstatt und den Maschinenpark des netten Herrn. Und ein kurzes, aber sehr interessantes Gespräch. Der Stefan Druschel. Entschuldigung. Der Stefan Druschel ist nämlich gegen meinen Ducati-Schrauber, den Michael Stöcker, schon mal Rennen gefahren. Die zwei kennen sich also und ich werde dem Michael dann mal einen schönen Gruß vom Stefan Druschel ausrichten. Das fand ich jetzt auch wieder eine sehr witzige Begebenheit. So ganz am Rande dieser Veranstaltung. Ich glaube, der Stefan Druschel, es war eben nicht so ganz geheuer, der Rubbel, der da um ihn gemacht wird, aber irgendwie gefreut hat es ihn schon, als er dann all miteinander gefilmt hat, wie sie vom Hof gefahren sind. Ganz netter Typ. Finde ich echt gut. Und die Motorräder, die dort stehen, sind halt absolut traumhaft. Aus meiner Sicht. In diesem Sinne, ich denke mal Ende Teil 1. Wir fahren jetzt auf die Wasserkuppe. Dort schauen wir uns das sogenannte Radon an, oder wie das Ding heißt. Und von da, denke ich mal, melde ich mich dann wieder. Muss ja dann auch die Session noch aufladen. Also, in diesem Sinne, Teil 1 oder 2, keine Ahnung, fertig. Wir sind.